Hallo, heute gibt es mal ein etwas anderes Video und zwar habe ich von Online Plus, dem Fachbereich Online Plus der Hochschule Fresenius, ein großes Infopaket erhalten mit Informationen zum Studium und auch einigen Materialien, die auch andere Interessenten und Studierende bekommen und möchte das mit euch jetzt gemeinsam hier mal auspacken und auch vorstellen. Ich muss dazu sagen, ich habe das Paket schon mal aufgemacht, weil ich erst gar nicht wusste, was da drin ist und auch das persönliche Anschreiben, was beigefügt war, habe ich vorher entnommen. Ja, dann schnappe ich mir noch jetzt mal das Paket. Zeige ich das erstmal hier. Das ist das Paket, was ich erhalten habe. Recht umfangreich, wenn ich sehe, ganz voll ist es nicht. Eine Besonderheit, die ich witzig fand an dem Paket, das ist das Paketband, was da verwendet ist. Achtung! Kann bildend wirken. Ja, in der Kleinigkeit sicher nicht, aber ich fand es ziemlich witzig. So, jetzt mal schauen, dass ich das hier auch gut in die Kamera gehalten bekomme. Mache ich das Ganze hier nochmal auf. So gut verklebt, dass es gar nicht wieder aufgeht. So, andere Seite. Das war es noch nicht. Okay, machen wir mal weiter hier. So, was verbirgt sich jetzt in diesem Paket? Ihr seht zum einen erstmal jede Menge Luft und 2/3 des Pakets sind eigentlich leer. So, und dann haben wir hier zunächst mal eine kleine, na, sieht man das? Gucken wir das mal hier in die Kamera. So, Visitenkarte, Infokarte. Dann kleinen Aufkleber. Mit Liebe gepackt wurde das Ganze wohl. Naja. Okay, und dann einen Kugelschreiber. Natürlich auch mit Online Plus Aufdruck. Dann Post-its. Mit der Info vergiss mal nicht. Das Ganze auch mal aufmachen. Dann sieht man, es gibt zum einen kleine Notizzettel. Sieht man, es gibt zum einen kleine Notizzettel und zum anderen auch Post-its. So, dann gibt es hier ein Notizheft mit der Überschrift kleine Gedanken. Notizheftchen. Innen drin, so wie erwartet, weiße Blätter. Und das Ganze gibt es nicht nur für die kleinen Ideen, sondern auch nochmal für die großen Ideen. Auch hier in blanko weiße Blätter. So, dann enthalten sind die Anmeldungen. Einmal eine Anmeldung zum Bachelor. Studienvertrag und einmal eine Anmeldung zum Master plus Studienvertrag. Ja, das Ganze geht über doch einige Seiten. Der Vertrag und die Bedingungen, lass mal hier so ein bisschen hier in die Kamera halten. Schaue ich mir sicherlich nochmal im Detail an. Okay, was ich dann erhalten habe, sind auch einige Study Mags. Das sind ja quasi die Studienhefte im Fernstudium bei Online Plus. Auch da werde ich sicherlich mal im Detail nochmal reinschauen und euch das vielleicht vorstellen. Noch ein Study Mag, in dem es darum geht, den Lernprozess richtig zu gestalten. Und was ich dann erhalten habe, die hole ich jetzt mal komplett raus und kann dann auch die Box mal weglegen, bevor ich noch einen langen Arm bekomme. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Studienführer zu den einzelnen Studiengängen. Also die Infohefte zu den einzelnen Studiengängen für Betriebswirtschaft, Betriebswirtschaftslehre, für Management im Gesundheitswesen,
für Medien- und Kommunikationsmanagement, für Wirtschaftspsychologie, für Wirtschaftsingenieurwesen, Digital Engineering and Management, für technische Betriebswirtschaft und digitale Transformation, für Wirtschaftsingenieurwesen, Produktion und Fertigung, für Management im Gesundheitswesen, für Medien- und Kommunikationsmanagement, in dem Fall für den Master of Arts, und schließlich für Wirtschaftsingenieurwesen. Ja, wenn ich hier mal kurz reinschaue in Wirtschaftsingenieurwesen, das Ganze ist gestaltet, beginnt mit einem Grußwort, eine Übersicht über den Studiengang und im weiteren Verlauf das Curriculum vorgestellt, es gibt Infos zu dem Studiengang, also das Ganze auch dann mit Fotos und Infos dazu, Marketingrichtung dann gehen. Ja, und die Anmeldung, die gab es ja separat. Ja, soweit einfach mal als kleiner Überblick, was sowieso das Infomaterial ausschaut von Online Plus und was so in meinem Infopaket war. Wenn euch mehr dazu interessiert, dann schreibt das doch in die Kommentare rein, dann kann ich gerne auch das ein und andere aus diesem Paket nochmal intensiver vorstellen. Auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, mich demnächst auch mal den einzelnen Studiengängen etwas intensiver zuzuwenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere doch jetzt kostenlos meinen Kanal mit weiteren News, Interviews sowie Fragen und Antworten rund um das Thema Fernstudium. Oder schaue bei fernstudiuminfos.de vorbei, der Infoseite rund um das Thema Fernstudium mit tausenden von Beiträgen.